So, Freunde, ich weiß nicht genau, ob man das perfekt lesen kann. Wahrscheinlich nicht, aber der ein oder andere hat es schon erkannt, was da hinter mir ist. Das ist nämlich das Logo gewesen von Gedankentanken. Wir sind nämlich im Büro und neben mir ist der hochattraktive, gut aussehende, charmante und ganz besonders intelligente und erfolgreiche Alexander Müller. Schön, dass ich hier sein kann. Den größten Charmeur, den ich kenne, unser Gastgeber Manuel González. Wir sind hier und haben gerade ein bisschen gesprochen über den Vortrag, den Alex halten wird bei der Online-Kundenkonferenz. Wenn du noch kein Ticket hast oder mal wissen willst, was das ist, der Link dazu ist bei diesem Video hier dabei. Wir schauen uns heute ein bisschen mal das Büro von Gedankentanken an. Wir schauen uns mal an, was ihr euch da echt Tolles aufgebaut habt. Und wir schauen uns auch mal an, was ist eigentlich deine persönliche Geschichte. Du bist ja nicht nur als Geschäftsführer von Gedankentanken sehr erfolgreich, du bist ja auch als Speaker und auch als mehrfacher Unternehmer sehr erfolgreich. Und da freue ich mich drauf, von dir ein paar Tipps mitzunehmen für die Leute da draußen. Konkret dein Vortrag, worum wird es gehen bei der Online-Kundenkonferenz? Ja, dein Wunsch war es, dass irgendwas erzählen als Redner, was die Teilnehmer weiterbringt, Kunden zu gewinnen. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, was kann Gedankentanken, was kann ich jetzt persönlich sozusagen dazu beitragen. Und ich glaube, dass wir bei Gedankentanken ein paar spezielle Strategien haben, die, glaube ich, schon unseren Erfolg begründen. Hm. Und eine dieser Strategien ist, dass wir sehr, sehr viel verschenken. Hm. Also wir sind Content-Maschinen, würde ich immer sagen. Das heißt, wir haben viele, viele Experten, die bei uns Vorträge halten. Der Gründer von Gedankentanken, mein Geschäftspartner Stefan Friedrich, hat viele Bücher geschrieben, macht sehr, sehr viele Videos und so weiter, macht viele Webinare. Das heißt, unsere gesamte Unternehmensstrategie ist eigentlich darauf ausgelegt, dass wir sehr, sehr viel Content produzieren, einen großen oder einen nicht unerheblichen Teil davon kostenlos zur Verfügung stellen. Wir geben unglaublich viel Geld dafür aus, wenn ich überlege, was wir alleine in die Videoproduktion stecken, unserer Rednernächte. Wir machen ja so 6-7 Rednernächte im Jahr. Wir haben inzwischen ganze Kamerateams da. Wir haben 7 Kameras, die heute die Redner dort einfangen, und das kostet natürlich alles ein Heidengeld. Ja. Und das machen wir nicht, um das zu monetarisieren. Also diese ganze Aufwand wird gemacht. Wir verschenken all diesen Kosten, diesen Inhalt kostenlos auf YouTube etc., auf Facebook, in unseren Podcasts. Und das machen wir jetzt nicht, weil wir total selbstlos sind und weil wir irgendwie nur karikative Ansätze haben. Wir machen das schon aus Überzeugung, weil wir glauben, dass die Inhalte in die Welt gehören. Ja, aber natürlich auch mit der Intention, dass wir darüber eine ganz riesen Reichweite generieren. Wir haben zum Beispiel inzwischen eine knappe Million YouTube-Views im Monat. Und fast 100.000 YouTube-Fans. Wir haben da eine ziemlich exponentielle Kurve. Das wird auch weiterhin steigen. Bei Podcasts sind wir ständig in den Top 10 der Gesamt-iTunes-Charts. Der Podcast, glaube ich, heute aktuell auf Platz 5 oder 6. Mhm. Neben anderen großen TV-Stationen. Also mit denen konkurrieren wir da als Startup. Ja, Wahnsinn. Das machen wir halt, indem wir Reichweite generieren und dann natürlich Vertrauen aufbauen, Bekanntheit schaffen. Das immer in dieser Schleife, um dann natürlich andere Angebote zu platzieren. Wir haben dann Trainingsprogramme und so weiter. Aber diese Strategie, die dahinter steckt, die möchte ich genauer durchleuchten, was wir denn da so im Hintergrund alles machen. Also wie man als Selbstständiger es dann schafft, tatsächlich, oder als Unternehmer es tatsächlich schafft, genau das umzusetzen auch. Also genau da diese Reichweite zu generieren durch Inhalte, die man veröffentlicht, und Vertrauen aufzubauen, so dass die Leute, die diesen Content konsumieren, auch dann am Ende gerne viel Geld ausgeben für das Angebot. Absolut. Und Ziel meines Vortrags wird es unter anderem sein, die Angst zu nehmen, kostenlose Dinge zu verschenken. Mhm. Weil die Leute haben das Gefühl, warum verschenkt ihr denn so viel? Mensch, die Rednernächte, da könnt ihr doch ein bisschen Geld für nehmen, wenn man sich das nachher online anschauen kann. Das könnten wir wahrscheinlich, aber damit werden ganz viele andere negativen Dinge verbunden, oder dann würden wir unser eigenes Potenzial eigentlich stark limitieren. Und da möchte ich so ein bisschen die Angst nehmen, indem ich da ganz konkrete Beispiele, auch Zahlen zeige, die einfach belegen, verschenkt das, was ihr habt, und es kommt doppelt und dreifach zu. Da habe ich jetzt ein bisschen eine freche, ich hoffe nicht dreiste Frage, aber du kennst mich ja, im Zweifelsfall haust du mir nach der Aufnahme hinter die Löffel. Das mache ich gleich währenddessen. Das deutsche TED, schon mal gehört so? Also, das ist mein eigener Sprachgebrauch, deswegen bin ich da völlig tiefenentspannt. Ich frage inzwischen häufig, wenn ich von neuen Gruppen spreche, die ich jetzt nicht so kenne, wo ich nicht ganz einschätzen kann, wer von euch kennt TED, dann gehen die Arme ziemlich häufig nach oben. Hm. Wer von euch kennt Gedankentanken, das sind ja weniger Arme, aber wir arbeiten täglich daran, dass das Verhältnis, die Lücke kleiner wird. Ja. Ich glaube, dass wir tatsächlich im deutschsprachigen Raum inzwischen
größer, bekannter, ich glaube auch besser sind als TED, also im deutschsprachigen Raum. Aber klar, international haben die natürlich Anzahl und auch Qualität von Veranstaltungen, die auch wirklich klasse sind. Wir tun vieles dafür, zumindest auf dem gleichen Niveau zu spielen. Und allein nächstes Jahr planen wir ganz tolle Veranstaltungen. Da werden immer 2000 Menschen und mehr sein. Die Bühnen werden immer größer, die Videoproduktion wird immer aufwendiger, die Leute, die dort sprechen, werden immer besser. Mhm. Wir tun schon einiges dafür, dass es irgendwann heißt vielleicht die Heard of the German Gedanke. Ja, finde ich sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Lass uns doch mal, zeig mir doch mal ein bisschen, wo wir hier eigentlich sind und wie schön ihr es euch tatsächlich eingerichtet habt. Ich erinnere mich noch, als ich vor ein paar Monaten, ist schon fast ein Jahr her, glaube ich, wieder. Ne? Also vor einiger Zeit kam ich auf jeden Fall, als ich das erste Mal hier reinkam bei euch ins Office, dann habe ich auch gedacht, boah, nice, gefällt mir richtig gut. Hat richtig viele Elemente, so die Glaselemente kombiniert mit dem etwas älteren, was mir wirklich gut gefällt. Und während du mir das zeigst, erzähl mir doch mal so ein bisschen, wie man es schafft, vom ich habe irgendwann mal meinen Schulabschluss gemacht, hin zu ich führe ein Millionenunternehmen. Ja, das kommt ja auch, das ist ja eine sehr, sehr spannende Story, aus der man sehr, sehr viel mitnehmen kann. Bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ja, und fangen wir an, Story oder Büro oder beides gleichzeitig? Gern gleichzeitig. Lass uns einfach ein bisschen laufen. Ja, vielleicht drehen wir uns einmal um. Das ist unser Eingangsbereich mit unseren Besprechungsmöglichkeiten. Also wir haben eigentlich eine ganz coole Mischung gefunden, wie ich finde, aus sehr offenem Büro. Wir haben ja einen riesen Raum oder vorne kommt gleich noch ein zweiter großer Raum, wo unsere ganzen Großraumbüros sind. Haben aber ganz, ganz viele Rückzugsmöglichkeiten geschaffen in Form von Besprechungsräumen, aber auch die sehr transparent mit Glas, haben Ruheräume, einen Lounge-Raum. Wir saßen hier gerade an unserem gemeinsamen großen Küchentisch, der quasi mitten im Raum ist, so die gesellschaftliche Zentrum, wo die Leute sich dann hinsetzen, Pause machen. Also haben wir eine ganz gute Mischung aus viel Kommunikation, alles sehr offen. Mitarbeiter sind bei uns ein paar Tage und wissen über alles Bescheid, weil man automatisch irgendwie alles mitkriegt. Eine sehr offene Kultur, nicht nur räumlich, sondern auch von der Kommunikation etc., von Hierarchien. Aber trotzdem hat die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, in Ruhe zu arbeiten, in Ruhe Besprechungen zu machen. Die Mischung, glaube ich, ist wichtig. Sieht gerade auch ein bisschen kahl aus. Die ersten Leute sind hier eingezogen. Ja, gut aussehende Leute. Also, gut aussehende COO Manuel Noya, hier beispielsweise in unser Studio. Wir haben das eine oder andere Video-Webinar uns gesehen hat, das ist meistens hier entstanden. Also auch hier mit sehr einfachen Mitteln schaffen wir es, ganz gute Videos zu produzieren. Sind das die Stühle von IKEA? Darf ich mal nicht von Amazon meine ich? Ja. Oder? Weil die habe ich nämlich auch gesehen, die wollte ich auch bestellen. Die finde ich super. Das ist der Original Charles Eames Chair für 200 Euro. Den man auch für 45 Euro bei Amazon kriegen kann. Ja, finde ich auch super. Echt cool hier auf jeden Fall. Riesig auch. Wie groß? Ich glaube 550 oder so. Coworking oder nicht Coworking? Hier ist es tatsächlich so, also ursprünglich, wir haben die Fläche erstmal nicht gebraucht, wussten aber, dass wir irgendwann hier reinwachsen wollen, haben uns das Konzept einfallen lassen. Vorne seht ihr, das ist hier das Growth Hackers Paradise, das heißt, Ziel ist es hier, Freelancer dazu zu nehmen, die sich jetzt als Growth Hacker bezeichnen würden, das heißt Online-Marketing, Experten, Freaks, Nerds, die richtig Bock auf erfolgreiche Online-Businesses haben. Und wir haben auf jeden Fall hier ein paar Plätze vermieten, weil wir aktuell gar nicht mehr so sicher sind, ob wir so viele Plätze vermieten können, weil wir gerade wieder ein paar Menschen einstellen, mehr als ursprünglich geplant. Ja, ihr seid am Wachsen, das gibt's gar nicht. Haben wir letztens durchgezählt, waren selbst überrascht, dass wir jetzt auf 30 Mitarbeiter kommen, wenn wir gerade die Einstellungswelle haben. Deswegen werden es jetzt ein bisschen weniger Plätze, aber so 4 bis 6 Plätze werden wir tatsächlich vermieten. Ja. Ich bin jetzt tatsächlich auf der anderen Seite des Bildschirms gerade und ich sehe dich jetzt gerade hier im kleinen Kasten. Jetzt frage ich mich, was steht zwischen mir und dir? Was hat sich da in den letzten Jahren bei dir oder auch schon davor entwickelt, dass du heute sowas in die richtige Richtung führen darfst. Ich glaube ja schon mal, dass zwischen uns beide gar nichts steht, weil wenn ich sehe, wie erfolgreich du da deine Businesses aufbaust und deine Reichweite ständig erhöhst, ich glaube, da machen wir wahrscheinlich schon einiges ähnlich. Ich habe einfach angefangen, ne? Also ich hatte irgendwie nie Angst, mich selbstständig zu machen, Dinge voranzutreiben. Hatte, glaube ich, das nötige Selbstbewusstsein, aber auch die nötige Demut, die man braucht, um selbstständig zu sein. Also ich weiß einfach, dass man fleißig sein muss, dass man lernen muss, am besten von den Besten lernen muss, dass man eine gute Bildung braucht. Ich habe neben der Selbstständigkeit habe ich noch studiert. Das hätte ich nicht machen müssen, aber hatte einfach den Ehrgeiz. Habe immer Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Also ich glaube, dass das Thema, sich persönlich weiterzuentwickeln, also nicht nur inhaltlich, fachlich in seiner Expertise, sondern auch persönlich als Mensch, als Persönlichkeit, dass das ein ganz, ganz großer Hebel ist, wenn man dabei sich persönlich ansetzt, Blockaden löst, sich auf Ziele fokussiert, auf Wünsche fokussiert, eigene Begrenzungen letztendlich loslässt. Und wenn man das, glaube ich, systematisch macht,
von den Besten lernt und seine Fachexpertise ständig erweitert, persönlich wächst, den Mut hat oder zumindest aufbaut, ja, neue Dinge zu bestreiten, Firmen zu gründen oder Ideen auch wirklich ja, umzusetzen, auch Risiken natürlich einzugehen, die mit verbunden sind. Wenn man dazu bereit ist, kann man, glaube ich, viel erreichen. Das sind wohl sehr wahre Worte. Also da fällt mir nichts ein, was ich da noch dagegen sagen könnte. Im Gegenteil. Jetzt, was würdest du sagen, was so der eine Wendepunkt vielleicht gewesen für dich selber, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich den Weg gehen. Also unternehmerisch tätig sein und mich wirklich, ich kann das nicht so, wie man es vielleicht in der 5. Klasse noch gedacht hat, wie der Rest des Lebens aussehen würde. Ja, es war tatsächlich so, dass ich eine Ausbildung gemacht habe zum großen Außenhandelskaufmann bei einer echt tollen Firma. Ich hatte tolle Chefs, konnte eine sehr kleine Firma, innovative Firma, konnte da extrem viel lernen und habe mich doch total wohl gefühlt. Obwohl ich mich wohl gefühlt habe, viel gelernt habe, habe ich irgendwo gemerkt, wenn ich da jetzt bleibe, wenn ich... meine Entwicklung wird da überschaubar sein, war mein Gefühl. Obwohl die mich sogar gefördert haben, vielleicht nicht in dem Maße, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte oder sie es machen hätten können, dass ich vielleicht langfristig da geblieben wäre. Aber zumindest mal habe ich mich schon wohl und auch gefördert gefühlt. Ja. Aber halt gemerkt, ich werde da irgendwie immer ein Mitarbeiter bleiben und irgendwie mich immer in für mich festgelegte Strukturen arbeiten müssen. Und da war für mich irgendwann, ich wollte mich voll selbstständig machen, weil ich irgendwie 20 war, ich gerade die Ausbildung war in den Endzügen. Habe dann überlegt, okay, voll selbstständig, das wäre ein Traum. Das wäre, dann wären alle Probleme im Leben gelöst. Ja? Dann könnte ich mein eigenes Ding machen, ich könnte mir was aufbauen, wo ich frei selbstbestimmt bin, wo ich Erfolg haben kann, der irgendwie nach oben nicht gedeckelt ist oder ähnliches. Ja, mich selbst irgendwo verwirklichen und habe mich damals im Franchising umgeguckt, weil ich mit 20 hätte ich mir damals nicht zugetraut. Da tickte die Welt auch noch ein bisschen anders, was Online-Themen anging. Heute ist es sicherlich einfacher, sich aus dem Stand heraus voll selbstständig zu machen, ohne ein vorgegebenes Konzept. Und habe mich damals für Franchising entschieden, in der Gastronomie und habe ein Subway-Fastfood-Restaurant eröffnet in 20 Jahren. Ja. Das war für mich quasi so Malen nach Zahlen. Ich wusste, wenn ich da einigermaßen einen guten Job mache, dann wird das schon irgendwie erfolgreich sein. Und hatte damals dann, ja, ich will gar nicht sagen Mut, es wird das außen immer so als Mut wahrgenommen, aber habe damals die Entscheidung getroffen, ich mache mich selbstständig mit einem Fastfood-Restaurant. Das war, glaube ich, schon... ja, erstmal mein Einstieg in die Vollselbstständigkeit. Ich hatte vorher immer so nebenbei Sachen gemacht, aber nicht mehr als nebenbei. Das war mein, ja, ich glaube, das heißt Wendepunkt, aber der entscheidende Schritt, glaube ich, in die Selbstständigkeit. Wo kam das Kapital her, um damit anzufangen? So? Ich habe damals 12.500 Euro von meinen Eltern bekommen als Darlehen, die ich dann, glaube ich, nach 1,5 Jahren zurückgezahlt habe. Ach, cool. Und der Rest kam von der Bank. Also es gibt super Finanzierungsmöglichkeiten über Banken. Das lief damals über die Hausbank und die KfW-Bank. Also das ist eine Förderbank des Bundes, die KfW-Bank. Und da bekommt man selbst als 20-Jähriger mit damals 12.500 Euro Startkapital. Ich hatte noch einen Kompagnon, ein guter Freund von mir, im gleichen Alter, der hat quasi das Gleiche nochmal mitgebracht. Und da haben uns dann zusammen 100.000 Euro bei der Bank geholt. Und das war dann unser Startkapital. Solide. Und das ging gut? Das ging gut. Das ging sehr gut. Neben mir steht eine Erfolgsgeschichte. Finde ich sehr gut. Ja, und dann jetzt irgendwann, das war ja nicht deine letzte Station vor Gedankentanken. Nee, das kann man wohl sagen. Da ist noch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Genau. Was waren lehrreiche Stationen für dich? Also so, natürlich hast du immer was gelernt, aber so wirklich ganz krass lehrreiche Situationen? Ja, man kann aus allem was rausziehen. Und ich habe auch tatsächlich keine Entscheidung bereut. Eine gewisse Entscheidung würde ich nicht normal machen. Was sicherlich so meine spannendste Station war, war tatsächlich die einer Nicht-Selbstständigkeit. Ich habe dann in den 10 Jahren des Unternehmertums habe ich eine Station gehabt, wo ich offiziell quasi nicht Unternehmer war, aber tatsächlich als Geschäftsführer, sage ich mal, sehr unternehmerähnliche Kompetenzen auch hatte. Das heißt, ich habe eine Firma einmal komplett führen dürfen, auch aus kaufmännischer Sicht und auch aufbauen dürfen. Das war als Geschäftsführer bei Robert Betz. Und das war schon eine sehr, 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 sehr spannende Zeit, weil wir da in einer sehr speziellen Situation steckten, in kürzester Zeit 25 Mitarbeiter einstellen mussten, also innerhalb von einem halben Jahr ein komplettes Unternehmen einmal neu aufbauen. Auf der grünen Wiese mit Büro, Infrastruktur, IT, Software, Marketingstrategie. Und das unter einem extremen Zeitdruck, mit einem ganz tollen Team, mit einem ganz tollen Produkt, ganz tollen Kunden. Also das war eine unglaublich lehrreiche und tolle Zeit. Das freut mich. Ich habe auch schon jetzt, ich werde da jetzt nicht allzu viel drüber reden, aber ich habe auf jeden Fall sehr Gutes darüber gehört auch schon. Und ich denke, das war auch ein sehr wichtiger Stein auf dem Weg zu dem, oder auf dem Weg, auf dem du dich gerade ja auch immer noch befindest.
Und dann kam Gedankentank. Ne? Genau, also mit einer kurzen Pause dazwischen habe ich noch ein, zwei andere Sachen gemacht. Mhm. Unternehmen, ich habe auch schon Unternehmen, wo ich da nicht selbst voll drin war, einfach mit aufgebaut als, sag ich mal, Business Angel oder als Kleininvestor. Ich investiere jetzt keine großen Summen, aber gerade im Freundeskreis, jemand da ist, der eine tolle Idee hat und ich kann ihn unterstützen und sehe da ein Potenzial drin, dann habe ich das in der Vergangenheit die Chance schon häufiger genutzt. Das habe ich dann auch erstmal gemacht und bin dann genau bei Gedankentanken bei Stefan eingestiegen. Mich quasi als Partner dazu geholt. Ja. War damals eine sehr spannende Phase. Die Firma hatte einfach schon viel Potenzial, hatte schon tolle Sachen aufgebaut und jetzt ging es quasi darum, das in die nächste Wachstumsebene und auch Professionalisierungsstufe zu führen. Das erinnert mich auch daran, wie wir uns kennengelernt haben damals. Ich weiß nicht, ob man die Geschichte überhaupt erzählen darf. Vielleicht möchtest du das mal aus deiner Perspektive erzählen. Wie ist das passiert, dass wir das erste Mal miteinander gesprochen haben? Was war da? Ja, also Manuel hat ganz tolle Fähigkeiten. Das ist unglaublich. wir haben uns kennengelernt, wir haben einen gemeinsamen Freund und hat uns irgendwo ein Intro gemacht. Wir haben uns dann mal, ich glaube, ein bisschen telefonisch sind wir uns nur begegnet, hatten irgendwie nicht die Zeit, uns zu treffen, weil es örtlich nicht so einfach war. Du viel unterwegs war, ich war viel unterwegs war. Und plötzlich hatte ich ein Gespräch und habe mich plötzlich ohne, und das muss man erstmal schaffen, also das ist nicht einfach bei mir, war plötzlich in einer Interviewsituation wie in einem Bewerbungsgespräch. Ich habe gedacht, Moment, wie hat er es gegenüber jetzt geschafft, mich in ein Bewerbungsgespräch zu verwickeln, obwohl ich gar keinen Job gesucht habe, muss man dazu sagen. Und ich habe mich plötzlich angefangen zu verkaufen und so weiter und habe gedacht, was machst du hier eigentlich? Ich habe gesagt, so, halt, stopp, das geht gerade nicht. Wollte, wir können uns gerne mal zum Kaffee trinken. Also ich glaube, du hättest mich ganz gerne als Geschäftsführer gehabt. Ich hätte dich, genau, ja. Also ich hatte damals für eine meiner GmbHs, hätte ich dich sehr gerne als Geschäftsführer gehabt, weil ich das von dem, was du vorher gemacht hattest, alles mitbekommen hatte. Und dann dachte ich so, Mann, der ist doch... Er ist ein richtiges Tier, den hätte ich gerne eigentlich im Team. No chance. Ja, also das war verdammt sicher auf der Suche, musste mal ein bisschen enttäuschen, aber ein sehr, sehr guter Verkäufer, ohne dass man es merkt. Das nehme ich jetzt einfach mal so an und lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Apropos im Raum stehen, wir stehen gerade in dem großen Raum, wo auch der Großteil des Teams ist. Ja. Das ist aber nicht der Raum, in dem du die meiste Zeit bist, abgesehen vom Meetingraum. Doch, tatsächlich. Ich habe vor 2 oder 3 Wochen mein Büro aufgegeben. Okay. Wir sind gerade dabei, zu Desk-Sharing umzusatteln. Das heißt, jeder sucht sich morgen seinen eigenen Arbeitsplatz, inklusive Geschäftsführung natürlich. Das heißt, jeder ist im Großraum, jeder setzt sich gerade dorthin, mit wem man gerade viel zusammenarbeitet, wo man vielleicht gerade gemeinsame Projekte hat. Mhm. Wenn man Ruhe braucht, wenn man ein Meeting hat, wenn man telefonieren möchte, geht man entsprechend in die anderen Räumlichkeiten, also in die kleinen Telefonräume, in die Meetingräume, in die Lounge-Räume. Wir haben jetzt einen Ruheraum, also mein Büro wurde quasi umgebaut in einen Ruheraum. Da wird wirklich nicht gesprochen, da hat man seine Ruhe. Ja, ist denn, sieht das nur so aus oder ist Attraktivität bei euch ein Einstellungskriterium? Nein, ist es nicht. Nein, ist es definitiv nicht. Wir legen aber tatsächlich bei unserer Mitarbeiterauswahl schon sehr, sehr große Maßstäbe an, was das Thema Kulturfit angeht, was das Thema Mindset angeht. Also unser Ziel von Gedankentanken ist es, Menschen weiterzuentwickeln, Menschen zu unterstützen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten, sich selbst zu verwirklichen, besser zu werden, glücklicher zu werden. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, wenn man keine Mitarbeiter hat, die das gleiche Ziel haben, die auch so leben, die selbst sozusagen selbst der beste Kunde sind. Also A, glaube ich, dass ein Unternehmen nicht funktioniert, wenn es nicht so ist und wiederum umso besser funktioniert, wenn man sich das groß auf die eigene Fahne schreibt. Deswegen haben wir Mitarbeiter, die Persönlichkeit sind, die immer weiterkommen wollen, die einfach selbst nie stillstehen wollen und auch dafür sorgen, dass Gedankentanken nie stillstehen. Ja, das ist immer so spannend. Ich erinnere mich noch, als ich selber so 16, 17, 18 war, da war das ganze Unternehmen, für jemanden arbeiten, jemand ist mein Chef. Das waren alles so ganz, ganz komische, weit entfernte Konstrukte und es war alles so professionell und es wirkte so unantastbar. Und heute auf der anderen Seite zu stehen oder auch neben dir zu stehen, der du ja auch auf der anderen Seite stehst und einfach auch auswählen musst, wen lasse ich denn überhaupt für mich arbeiten? Da sind diese Sachen auf einmal so ganz anders geworden. Das ist so wie Kochen oder so. Bevor ich kochen konnte, wusste ich gar nicht so, irgendwie Kochen war so dieses Ding. Aber wenn man da erstmal drin ist und dann Persönlichkeitsentwicklung macht, wenn man Leute kennenlernt, die Persönlichkeitsentwicklung machen, wenn man selbst sich unternehmerisch eben aufbaut und wenn man dann eben auch Leute mit an Bord holt, dann wird das auf einmal so schnell, so transparent und so greifbar, dass es dann irgendwann der Alltag geworden ist, bevor man merkt, dass es der Alltag geworden ist. Und das merkt man auch dir, wenn man mit dir spricht, ganz stark an, auch im Alltag. Du bist einfach sehr gekonnt, du siehst die Sachen, du weißt die Sachen, du fühlst die Sachen. Du musst da gar nicht immer drüber nachdenken, sondern du weißt schon aus dem Bauchgefühl heraus sofort, so oder so ist das auch. Und wir reden immer wieder zum Beispiel auch über Gehälter, über Nebenkosten bei Mitarbeitern und ich merke, dass du ein sehr großzügiger Mensch bist, wenn es darum geht auch, und das finde ich sehr, sehr, sehr anständig. Ich glaube, jeder, der hier im Team ist, ist sehr froh, bei dir im Team zu sein, und
Muss man die Leute selbst fragen, aber zumindest ist es ein ganz ausgekorenes Ziel von uns, eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit zu haben. Erstmal, weil es für mich mehr Spaß macht, hier zu arbeiten, wenn glückliche Menschen um mich herum sind. Ja, also da stehe ich mir selbst auch sehr, sehr nah sozusagen in diesem Ziel. Aber ich habe einfach der Unternehmens... Also erstmal ist es, glaube ich, ethisch einfach toll, dieses Ziel zu haben. Ja. Natürlich auch für Unternehmenserfolg. Glücklicher Mitarbeiter ist ein guter Mitarbeiter. Ja. Wenn ihr Fragen an die guten Herren habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Und wir nehmen auf jeden Fall jetzt nochmal ein Video auf, wo wir nochmal ein bisschen über das Thema reden, worum es bei deinem Vortrag auf der Online-Kundenkonferenz gehen wird. Wer wissen will, was das ist und wo das ist und was das kostet und was das bringt, der klickt einfach auf den Link, der hier bei diesem Video mit dabei ist. Und wer das Video sehen möchte mit Alex, wo wir darüber reden, worüber du auch reden wirst bei der Online-Kundenkonferenz, der darf auf meinem YouTube-Kanal nochmal nachschauen. Da gibt es dann entsprechend dieses Video. Sehr gut. Ja, dankeschön, dass du dich geöffnet hast. Dankeschön, dass du uns die Türen auch hier geöffnet hast und dass du uns ein bisschen hast daran teilhaben lassen, was für eine Erfolgsgeschichte hier tatsächlich in the making ist. Schön, dass ihr da wart. Sehr gut.